Bitte. Ab die Post! Sie haben aber auch ein Pech. Es ist heute wieder äußerst ungünstig, Herr Engels. Es ist die letzte Gelegenheit, Herr. Es ist heute oder nie. Ja, ich habe ja mein Möglichstes getan, um ihn auf Ihren Besuch vorzubereiten. Und? Es sieht böse aus. Er hat die ganze Nacht mit dem Zensor um Worte gefeilscht. Am Morgen die Herren Aktionäre mit ihren Gezeter. Dann ein niederträchtiger Brief von einem Ihrer Kumpane. Und jetzt der schlimmste Freie. In Persona, das ist zu viel, das ist zu viel, Herrgott, nochmal! Herr Patis, soll ich Sie wieder abholen? Nein, ich weiß noch nicht, wie lange ich hier zu tun habe. Monsieur Docteur. Vielen Dank, schönen Tag. Versuchen Sie es doch morgen nochmal. Sagen Sie mal, was sind denn die Koffer hier? Ich bin auf der Reise nach England. Heute Abend fahre ich weiter. Und deshalb lasse ich mich nicht noch einmal abweisen. Aber ich sage Ihnen doch, es ist heute unmöglich, Herr Engels. Er schmeißt mich raus, wenn ich ihn jetzt störe. Dieses rahmschwarze Medusenhaupt scheint Sie ja ganz schön zu tyrannisieren. Er sollte lieber den Preußen das Zittern beibringen. Aber verstehen Sie doch, es geht um den Bestand unserer Zeitung. Also Dr. Marx tut wirklich alles, um Sie vor dem drohenden Verbot zu retten. Seit er hier ist, hat sich die Abonnentenzahl verdoppelt. Mhm. Und der Zorn des Landesherrn verzehnfacht, trotz aller Vorsicht. Und ihr Berliner habt mit eurem hochtrabenden Geschrei unnützerweise wesentlich dazu beigetragen. Ach, mein Gott, verstehen Sie doch, Herr Engels. Er wird seine ganze Wut an Ihnen auslassen. Na wunderbar, dann wird es wenigstens spannend. Wenn Sie es nicht wagen, mich vorzulassen, dann werde ich eben unangemeldet zu ihm gehen. Nur über meine Leiche! Eines Tages wird er Sie rausschmeißen, Herr Hess, weil Sie mich nicht vorgelassen haben. Christian! Mach das für die erste Seite fertig. Guten Tag, mein Name ist Engels. Tja, entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber... Na, dann kommen Sie mal. Halt, Moment! Lisa. Er hat es so gewollt. Da Sie nun schon mal hier sind, nehmen Sie Platz. Vermutlich sind Sie gekommen, um sich über die Unverschämtheit der Redaktion zu beschweren, die es wagt, die genialen Ergüsse der Berliner Freien serienweise in den Papierkorb zu schmeißen. Lisa! Also schießen Sie los. Sagen wir, eine halbe Stunde. Machen Sie uns einen Kaffee. Naja. So. Das geht dann in Ordnung. Chuzpe hat er ja, der Engels. In allen Volksschichten habe ich nach der revolutionären Idee gesucht. Der Teufel soll mich holen. Da habe ich mir die Finger wund geschrieben und stoße auf nichts anderes als diese materiellen Interessen. Eben. Gerade den verachteten materiellen Interessen
hat die Philosophie bisher überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber vielleicht liegt gerade hier der Schlüssel zur Erkenntnis der Geschichte. Das wäre ungeheuerlich. Dann wäre also die gesamte philosophische Entwicklung von Kant, Fichte und Hegel bis zu Strauss und Feuerbach nichts als ein einziger Irrtum. Vielleicht. Wie dem auch sei, ich muss auf diese entscheidende Frage eine Antwort finden. Wissen Sie überhaupt, was Sie sich da vorgenommen haben? Nicht mehr als den Wahrheitsbeweis auf eine Theorie, von deren Richtigkeit ich felsenfest überzeugt bin. Nicht weniger als die Begründung einer neuen Wissenschaft. Was Sie wissen wollen, Herr Engels, ist die Lösung des schwersten, des gewaltigsten Problems, dem die Wissenschaft je gegenüberstand. Hierzu wäre die Anatomie aller menschlicher Beziehungen erforderlich. Die Anatomie der Natur ist ein wahres Kinderspiel dagegen. Es bedeutet die Umwälzung aller bisherigen philosophischen Denkmodelle. Das Ende der Spekulation. Ich bin nur ein Autodidakt. Nur das Nächstliegende vermag ich zu überblicken. Mich interessiert in diesem unendlichen Gewirr unbewältigter Probleme nur das eine. Wann wird das Volk die einfache Wahrheit begreifen, dass nur ihm die Ehre gebührt, Mittelpunkt, Maß, Ziel aller Mühen und Bestrebungen zu sein? Wann wird das Volk sich gegen den unwürdigen Zustand empören, als willfähriges Objekt in den Händen überirdischer und irdischer Tyrannei zu funktionieren? Wann wird das sein, Herr Dr. Marx? Haben Sie darauf eine Antwort? Wo sind die Bataillone, die diesen Krieg führen werden? Vielleicht finden Sie in England den Schlüssel zur Lösung dieser Probleme. Sagten Sie nicht, Sie sind im Begriff, nach Manchester überzusiedeln, um in das Geschäft Ihres Vaters einzusteigen? Zu Ihrer Information. Ich habe keineswegs die Absicht, es bei dieser Tätigkeit bewenden zu lassen. Voilà. Wir sind auf der Suche nach einem englischen Korrespondenten. England ist mit einem Schlag zum wichtigsten Land für die demokratische Bewegung geworden. Und Manchester, der Mittelpunkt des Fortschritts in der Welt. Die Chartistenunruhen haben alle Illusionen unserer rheinischen Großindustriellen, die in dem englischen System das Musterbeispiel ewiger politischer Stabilität sahen, empfindlich getroffen. Sie scheinen mir der geeignete Mann zu sein. Warum zögern Sie? Ich hatte gehofft, bei einem Philosophen Antwort auf meine Fragen zu finden. Die einzige Antwort, die ich Ihnen heute geben könnte, Herr Engels, haben Sie selbst gefunden. Sie werden von mir hören. Schmeißen Sie diesen ganzen Krempel einfach hin. Unter den jetzigen Zensurverhältnissen muss auch ein Genie an der Aufgabe scheitern, eine gute Zeitung in Preußen zu machen. Sie sind Philosoph. Die gelehrte Welt sieht in Ihnen den berufenen Nachfolger Hegels. Tun Sie das Einzige, was Deutschland in der Erbärmlichkeit seiner gegenwärtigen Misere der Welt zu geben vermag. Schmieden Sie dem Volk das geistige Schwert der Revolution. Ich danke Ihnen für Ihren wohlgemeinten Rat, Herr Engels. Sie vergessen nur die winzige Kleinigkeit, dass wir normalen Sterblichen uns zunächst mit so profanen Dingen wie Essen, Kleiden und Wohnen herumschlagen müssen, bevor wir den großen Fragen der Menschheit unseren Tribut zollen können. So sah Deutschland also von draußen aus. Friedrich blickte auf das Land, wo seine Illusionen begraben lagen, ohne ihm eine Abschiedsträne nachzuweinen. Der Glaube an das Gute und Edle im Menschen, der Traum von der Unbesiegbarkeit des Freiheitswillens im Volk
die Hoffnung auf die Macht der Vernunft. Das allein reicht nicht. Friedrich will draußen nach der Wahrheit suchen. Nach dem Gesetz der Geschichte. Er ahnt, wo die Kräfte zu finden sind, die die historische Mission erfüllen können, die Welt so zu verändern, dass ein menschenwürdiges Dasein für alle möglich ist. Schon bald verbindet ihn mit Karl Marx gemeinsame Arbeit und tiefe Freundschaft. An seiner Seite wird Friedrich Engels zum Mitbegründer einer neuen wissenschaftlichen Weltanschauung, des dialektischen und historischen Materialismus.